Nachdem Sie die Gewerbeanmeldung erfolgreich abgesendet haben, müssen Sie sich noch einige Tage gedulden. Wenn Sie als Gewerbedatum, also Startdatum, das heutige Datum angegeben haben, dann erfolgt die Eintragung innerhalb der nächsten Tage und Sie bekommen innerhalb von, ja, sagen wir mal, circa 14 Tagen die Gewerbeberechtigung zugeschickt. Haben Sie angegeben, dass das Gewerbe erst mit 1.1.2021 starten soll, dann erfolgt die Eintragung auch erst mit 1.1.2021 und Sie bekommen die Gewerbeberechtigung auch erst Mitte Januar 2021 zugeschickt. Alternativ haben Sie dann natürlich auch die Möglichkeit abzufragen, ob Ihre Gewerbeberechtigung bereits eingetragen ist oder nicht, auch wenn Sie das Schreiben noch nicht erhalten haben. Hierfür haben Sie die Möglichkeit, eine GISA-Abfrage durchzuführen. Diese können Sie entweder durchführen nach dem Gewerbe, wenn Sie eine GISA-Zahl haben. Diese haben Sie aber wahrscheinlich noch nicht, weil Sie das Schreiben noch nicht bekommen haben. Oder Sie suchen nach einer natürlichen oder nach einer juristischen Person. Also wenn Sie hier Suche nach natürlicher Person gehen und dann hier einfach beispielsweise Neurater Daniel eingeben, 1808-1981 und dann hier auf Weitergehen, dann müsste rein theoretisch ich kommen. Genau, und Sie sehen hier, dass hier eine Gewerbeberechtigung vorliegt und zwar mit der Gewerbebezeichnung Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation. Und hier finden Sie eben auch diese GISA-Zahl, die eben vorher bereits besprochen haben. Und wenn Sie diese Gewerbelizenz dann eben auch generieren möchten, dann können Sie hier einfach auf Generieren drücken, müssen sich dann hier einfach etwas gedulden. Kann nicht mehr allzu lange dauern. Genau, dann bekommen Sie hier einen Auszug und dort sehen Sie dann eben Gewerbelizenzinhaber ist der Marc Gefahr, Neurater Daniel, unter dieser GISA-Zahl und der Gewerbewortlaut ist XY. Und genau so ein Schreiben bekommen Sie dann mehr oder weniger eben auch nach erfolgter Eintragung automatisch zugesendet. Und dieses Schreiben dient Ihnen dann letztendlich einfach als Nachweis, dass Sie befähigt sind, dieses Gewerbe einfach auszuführen.